Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Video zu Nintendo Switch Sport. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Damit willkommen zu Nintendo Switch Sport. Mit mir, dem Sunny und den Kätzchen mit den langen Ohren. Ja Leute, heute ist die Online-Runde dran. Wir machen einfach direkt alle Spiele, die wir geplant haben, in einem. Volleyball, Tennis und Fußball. Welches davon zuerst kommt, überlassen wir dem Zufall. So, unser erstes Spiel ist Volleyball hat das Spiel entschieden. Das heißt, es wird ein easy Match. Ich will nochmal erwähnen, was ich letztes Mal gesagt habe, also bei der letzten Folge. Das ist wahrscheinlich vorerst der letzte Part zu Nintendo Switch Sport. Wir gucken zu den Updates rein. Also ich auf jeden Fall. Ich hab auch zu früh. Aber wenigstens sind sie genau wie kommt's. Ja, wir haben wieder dummes Gegner-Team. Nee, das sind einfach nur Bots. Ich hab das schon so oft halt in den Kommentaren gelesen. Ja, den kriege ich. Und sie haben Reflex zu bieten, totes Tier. Ja. Ja, komm. Der war gut. Ja. Ich habe ja damit gerechnet, dass er nach rechts kommt. Wir haben einen Ball bekommen. Ist auch mal passiert. Genau, hau den einfach so rüber, wenn der eh schon nur blau ist. Ja. War der nicht im Aus? Ich genau sagen. War doch eindeutig drüber. So spielt man. Schön. Also bin ich einiger Sportler kann beim Volleyball. Das ist wohl wahr. Und es ist eine Schande gegen mich beim Bowling zu verlieren. Wie lange hat man sich da denn Zeit gelassen? Ich krieg den nicht richtig getreibt. Oh, das hat bei mir auch eine Weile gedauert. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Das kommt immer so spät, wo bin ich? Er muss das machen, kurz bevor der Ball ankommt. Ja. Ne? Also an mir lag's nicht. War der im Aus? Nein, ich hab den berührt. Dann zählt's schon. Die Reaktion eines toten Spielers. Okay. So will ich eigentlich nicht gewinnen, aber auch in Ordnung. Ich auch nicht. So, wir machen einfach als nächstes Tennis, dann brauchen wir nicht zusätzlich irgendeinen Controller anlegen. Ihr könnt übrigens jetzt mal so sehen, wie weit ich ungefähr bin. Sunny habe ich die erste Reihe irgendwann freigespielt zum Entdecken. Also ein bisschen haben wir gespielt. Damit, um ihn einzuspielen. Ist von auswärts, wusste ich gerade. Nee. So Leute, zweites Spiel. Tennis. Ja. Und mit dem Gegner. Ach nee, bist du nicht. Ne? Ich dachte, das bist du. Er hat braune Haare. Ich hab schwarze. Los geht's. Seine Haartolle ist auch ein bisschen anders. Wow. Wir haben den besten Spieler bekommen. Ne? Nee, das ist gemein, was du machst. Okay, Entschuldigung. Ach nee, der war AFK, das war das Problem. Ah. Ich liebe das. Oder er hat eine Bambusleitung. Er hat eine Bambusleitung.
Den hättest du nicht erfinden müssen. Ich weiß. Perfekt. Ja, war sehr schön. Wir spielen ja halt 2 gegen 1, ne? Das ist ja unser Vorteil. Er macht halt 2 Steuer, wir steuern jeweils nur 1, das ist ganz gut. Ich kann eigentlich auch AFK gehen. Warum? Ich kann dich arbeiten lassen. Perfekt. Du kannst dich ja nicht auf. Ja, ich auch nicht, deswegen mach ich ja nicht. Du vergisst immer, dass du A drücken kannst. Und ich bin es gewohnt, beide zu spielen. Ich will die ganze Zeit mitschlagen. Hau den, hau den! Also man konnte 10 Jahre vorher sehen, dass er im Aus landet. Ja. Ich glaube an dich. Schaffst du es schon. Boah, der war sehr so aus. Aber der andere, der war nicht im Aus, wenn man noch ein bisschen weiß war, oder? Der war noch drin gewesen. No, Sunny! Ich hab zwar geschlagen, aber da kam keine Reaktion. Ah, oh, hab ich mich gewundert. Nächstes Mal können wir dann hoffentlich auch online zusammenspielen, weil dann könnt ihr den Avatar wieder sehen. Ich will immer noch mitschlagen. Warum schlage ich da raus? GG. Ja, das sieht doch super. Ja. Dream Team. Yeah. Die ist halt fast genauso aus wie der da hinten. Dein böser Zwilling. Ich bin nicht erzählt, du wärst der Böse? Welt für Fußball! Wird er Sunny hier besser abschneiden als gegen 1 bei mir? Das ist die Frage. Diesmal haben wir keine Dullis im Team. Also ich hatte vorher auch komplett durchgecarried. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum die anderen drei nicht Badminton und das Tabara sind nicht online gerecht, also teamgerecht. Weg damit. Ja, hol ihn dir. Ach so, du kannst nicht mehr sprinten. Ich stehe frei! Der kommt zu dir! Ja, ich habe ihn auch schon in die richtige Richtung gespielt. Guru Gaga holt ihn sich. Ich glaube an unsere Japanerin. Schön! Rein damit! Nein! Jetzt aber! Jetzt! Der Kopfball war schön. Es sind Freudentränen. Applaus. Applaus, Applaus. Bester Spieler! Bester Spieler EU weltweit. Nee, EU West war's. Du kannst ruhig auch mit nach vorne kommen. Ich glaube, das ist ein bisschen verteidige. Habe ich beim 1 gegen 1 gesehen, wie gut du verteidigen kannst. Wenn du so gut, du kannst weit genug schießen. Ich glaube an dich. Ich muss ja das Button nennen. Muss ich dafür. Du musst halt R halten. Ah. Okay. Halten. Komm, hau ihn rein! Ja! Guck, das nennt man einen Bandenpass. Ja.
Ich habe ihn zugepasst und er hat ihn rein. Hast du gut gemacht. Wenn der jetzt reingeht, dann mit dem Kampf vor. Dann habt ihr doch mal kein längeres Video, sondern drei Sportarten einfach mal in einem Video bekommen. Ich gehe ja schon. Immer muss ich hier alles machen. Die halten es auch immer für eine gute Idee, den Ball so zu schießen, ne? Die haben halt schon gewonnen, ne? War easy. Also das letzte, ich habe einfach da oben gegengeschossen und der andere hat dann rein. Also ich habe ein kleines bisschen zu hoch. Aber war ein gutes Spiel. Jo. So, wer ist der Spieler? Irgendwie. Ja Leute, das war's dann jetzt vorerst mit Nintendo Switch Sport. Wie gesagt, es wäre einfach sinnvoll, mehr Folgen jetzt dazu aufzunehmen, weil wir würden keine besonderen Runden wirklich hinbekommen. Das ist richtig. Außer halt so Runden eventuell 5:0. Wie jetzt gerade das 4:0. Wir schauen hier wieder in das Spiel rein, sobald es neue Minispiele gibt. Also beispielsweise Golf soll ja als nächstes kommen. Aber da warten wir halt wirklich erstmal. Ich sag dann hier erstmal fürs erste bis bald und Sunny wollte auch mal irgendwas umändern. Ciao!